Ja, und eine Schweizer Firma dreht den Spieß nun um. In Chile, Katar oder Marokko schnallen sich die Einheimischen nun Schlittschuhe an und ziehen kurzärmlich unter der sengenden Sonne ihre Runden. Denn das künstliche Schweizer Eisfeld braucht keine Kühlung. Wer es ausprobieren will, muss gar nicht weit reisen. Auch in der Innerschweiz steht eine Eisbahn ohne Eis. Raphael Prinz hat sie von einer Weltmeisterin testen lassen. Brunnen, Kanton Schwyz, direkt am Vierwaldstätter See. Auf den ersten Blick eine Eisbahn, wie es in der Schweiz unzählige gibt. Erst auf den zweiten Blick sieht man, es ist eine Eisbahn ganz ohne Eis. Eine rein synthetische Bahn. Die Schüler spielen Eishockey auf Kunststoffplatten. Und er ist der Mann hinter der neuartigen Idee, der 36-jährige Viktor Meyer. Seine Eisbahn besteht aus zusammengesetzten Platten, die ausschauen wie Küchenbrettli. Das Geheimrezept ist das, dass wenn man da drauf fährt, schneidet man mit der Kufe ein bisschen ein. Dann wird ein kleines Molekül freigegeben, wo das so eine Art tut wie schmieren. Und das macht, dass man dann weniger Reibung hat und so fast schwerelos drauf gleiten kann. Ältere herkömmliche Eisbahnen haben einen hohen Energieverbrauch. Gerade bei Temperaturen über 0 Grad und bei Sonneneinstrahlung muss das Eis dauernd heruntergekühlt werden. Pro Quadratmeter richtiges Eis wird gleich viel Energie verbraucht wie ein Schweizer Haushalt. Das heisst, wenn jetzt ein Eisfeld 1800 Quadratmeter gross ist, ist der gleiche Energieverbrauch wie 1800 Haushalte. Und jetzt bei unserem Gleisprodukt ist das null. Also null Strom, null Wasser. Viktor Meyer und sein Team bauen ihre Bahnen seit einiger Zeit auch in südlichen Ländern auf, wie hier in Santiago de Chile. Sie nutzen aus, dass die Außentemperatur für den Betrieb der Bahn keine Rolle spielt. Und sie setzen auf die Neugier der Menschen. Jedes Kind auf dieser Welt ist das gleich, ob das in Afrika ist, in Asien oder in Lateinamerika. Die können die Schlittschuhe laufen von den Hollywood-Filmen. Und alle haben eigentlich den einzigen Wunsch, darauf zu stehen. Und wenn wir dann den schönen Sport bringen können, können wir eigentlich diese Welt demokratisieren. Doch wie gut ist die Bahn aus Polymeren und Silikon wirklich? Für 10 vor 10 testet Eiskunstläuferin Dönis Bielmann das Kunsteis. Was achten Sie, wenn Sie neu so an ein Eisfeld laufen? Ja, ich schaue jetzt natürlich gerade, es sieht ein bisschen ähnlich aus wie richtiges Eis. Ja, die Struktur, hat es irgendeinen Belag drauf, ist es sauber oder ja. Ob es auch gleiten könnte, aber das spüre ich wahrscheinlich dann erst, wenn ich drauf bin. Die ehemalige Weltmeisterin Bielmann steht noch praktisch täglich auf dem Eis. Sie fährt Show-Einsätze und trainiert Juniorinnen. Heute fährt sie zum ersten Mal auf synthetischen Platten und versucht sogar schnelle Pirouetten. Es gleitet gut. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht. Es ist eher ein bisschen rutschiger vielleicht. Man muss sehr einen scharfen Schliff haben, das ist wichtig. Das Gefühl, auch der Pirouette ist ein bisschen anders. Das Gewicht muss man an einem anderen Ort haben, im Fuß. Ich kann es noch nicht so schnell wie auf normalem Eis, aber das ist auch eine Angewöhnungssache. Also wenn man ein paar Tage darauf übt, dann kann man sicher auch noch mehr Sachen machen. Die Lebensdauer der Bahn soll rund 15 Jahre betragen. Die Firma hat bereits über 100 Bahnen verkauft. Gut möglich, dass Dönis Bielmann ihre Pirouetten in Zukunft öfter auf Kunststoffplatten dreht.